Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein Fullface Beauty Boxen aus August für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe ziemlich viele Boxen, die immer wieder zu mir kommen, entweder in Kooperation oder weil ich sie kaufe oder weil ich sie im Abo habe. Und da sammle ich über den Monat immer die dekorativen Kosmetikprodukte, um sie dann quasi vereint in meinem Gesicht euch zu zeigen und zu schauen, was haben die eigentlich drauf. Und ja, genau, das mache ich jetzt heute. Und wir starten zuallererst mit einem Primer. Das ist von Jekka Black, die Glow Drops. Rose Pearl ist die Farbe, vegan friendly, cruelty free. Und das sollen tatsächlich nicht nur Glow Drops sein als Highlighter, sondern man kann es auch als Primer verwenden. Highlighting Primer for Face. Die hatten wir in der Glossy Box Girls Edition mit drin. Und ich habe ein bisschen Angst davor, ne? Also ich weiß nicht, ob das auch so feuchtigkeitsspendend sein wird oder so. Wir gucken mal. Also ist auf jeden Fall Glowy Powy am Start. Wow. Also es macht jetzt keine Würstchen oder sowas. Das nenne ich mal Glow. Also ich würde auf jeden Fall eine Foundation drüber geben. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit Foundation aussieht. Aber so ist halt schon sehr intensiv, ne? Man wird auch ein bisschen beruhigt, denn auf der Verpackung steht drauf, wie viel es ist. You look fabulous. Also sei furchtlos. Du siehst wundervoll aus. Ist schon krass. Ist schon wirklich krass. Ich sehe aus wie, ja, keine Ahnung, die goldene Kugel aus der Froschkönig wahrscheinlich. Judy, ich habe hier eine Foundation von Eborian, die CC Water Cream. Keine Ahnung, ist halt quasi eine CC Cream. Und ich habe die in der Farbe Claire. Und ja, Eborian mag ich extrem gerne. Die haben auch eine ganz tolle CC BB Cream, wie auch immer. Ich glaube, die CC Cream war das, die ich damals verwendet hatte. Auch die war in der Glossy Box Girls drin und deswegen verwende ich die jetzt auf der einen Gesichtshälfte auch als Foundation. Für die andere habe ich was anderes. Und die kommt so raus. Und da sind so weiße Punkte drin, die aufplatzen werden und dann hoffentlich eine schöne Farbe geben. Ich bin angstvoll. Ich weiß nicht, ich sehe da jetzt keine Färbung in meinem Gesicht bislang. Also sowas würde ich auch auf jeden Fall mit den Fingern auftragen und nicht mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen, weil durch diese Reibung und durch die Körperwärme platzen dann ja erst auch diese Partikel auf, ne? Sodass man da überhaupt erst eine Färbung erreichen wird. Ich gucke mir jetzt wirklich mein Gesicht mal aus der Nähe an, um zu schauen, ob die überhaupt irgendwas gemacht hat. Ich würde jetzt sagen, nicht wirklich, ne? Also dieser Primer hat sich in meinen Augenbrauen abgesetzt, ist ja fantastisch. Und die CC Cream soll ja auch in dem Sinne nur Color Correcting machen, aber ich sehe da nicht wirklich ein Ergebnis. Es hat leicht mattiert, ne? Auch leicht den Glow runtergenommen von dem Primer, aber es ist für mich jetzt kein Foundation-Ersatz, kein Base-Ersatz, deswegen werde ich die auch drauf lassen, quasi als zweite Base, also ich hätte wahrscheinlich die als Primer auch einfach nehmen können, ne? Auf der einen Seite Jekka Black, auf der anderen Seite dann die Eborian-Geschichte. Ist für mich aber wirklich eher ein Primer. Ich habe ein Tauschpaket mit dem lieben Danny gemacht und daraus hatte ich diese Foundation genommen, denn Danny und Maxim haben sich zusammengetan und mir ein Beauty-Paket zusammengestellt, also mega geil, vielen, vielen Dank. Und da war drin diese Foundation in der Farbe 20, ich hatte sie aber schon in der Farbe 10 da und die passt einfach viel, viel besser. Die Catrice HD Liquid Coverage Foundation, genau. Und so schaut die aus. Das ist halt diese kleine Geschichte, die ja quasi auf den Markt gekommen ist als Mini-Version und die werde ich mir jetzt einfach aufgeben. Schüttel ich ein bisschen und ich guck mal, ob ich das so machen kann. Und dann verteile ich mir die mit einem Real Techniques Pinsel. Das ist der Sculpting Brush. Ne? Ihr seht, Color Match technisch sind wir da schon ganz gut unterwegs. Ganz gut ist noch untertrieben, also es passt richtig, richtig gut. Eine schöne Foundation, ne? Kann man nicht anders sagen. Die ist sehr, sehr leicht und sehr angenehm, hat aber eine schöne Deckkraft. Also nicht zu viel und nicht zu wenig, ist eine mittlere Deckkraft. Mir gefällt die. Einarbeiten werde ich die hier mit diesem SoEcho-Schwämmchen, das hatte ich schon da und hatte ich dann jetzt nochmal in der Glossy Box Girls drin. Ganz, ganz tolles Schwämmchen, was auch schön weich ist. Und ja, damit arbeite ich das Ganze jetzt einfach nochmal ein. Schaue natürlich dabei in Maxims Spiegel, um mich nochmal aus der Nähe zu betrachten. Also die ist eher matt, ne? Aber dadurch, dass ich ja diese Glow-Geschichte als Primer drunter habe, sieht das Ganze sehr, sehr natürlich aus, wie Haut halt.
Also ich würde die empfehlen, mit einem extrem reichhaltigen Primer zu verwenden, weil sie ansonsten halt für mich mit trockener Haut, also mir selber würde ich empfehlen, einen reichhaltigen Primer drunter zu verwenden, ansonsten wird die zu trocken für mich sein. Aber so gefällt es mir wirklich gut. Es gefällt mir so wirklich gut, ja, das wäre ohne Pause ein besserer Satz gewesen, ne? Das ein oder andere Produkt, was ich hier auch verwende, sind Produkte, die ich mir letztens neu gekauft habe oder die in irgendwelchen Adventskalendern drin waren oder wie auch immer ihren Weg zu mir gefunden haben, zum Beispiel durch Trash-Pakete oder so. Und hier habe ich jetzt aktuell noch nicht ausprobiert das Milk Concealer Produkt, Flex Concealer, und das ist die Farbe Fair New. Kommt mit so einem Schwämmchen. Oh, ich hatte so Angst gehabt, dass er mir zu dunkel sein wird, ne? Ich glaube, es passt. Jenny's Highlights hat den nämlich empfohlen, weil die den so gut fand, und den verwende ich jetzt auch als Lidschattenprimer. Also der kommt auch direkt auf meine Augenlider drauf. Ja, und jetzt wollte ich einfach mal aufgrund von, ich wurde geinfluenced, den ausprobieren, ob das bei mir auch so gut funktioniert. First Impression mag ich wohl leiden. Gefällt mir, doch. Wir sind noch nicht fertig mit den Cremeprodukten, denn wir hatten zwei Cremeprodukte jetzt auch in Boxen mit drin. Zum einen habe ich hier ein Produkt von Nude Sticks, da bin ich etwas vorsichtig, weil das so dunkel aussieht. Oh mein Gott. Magnetic Blush Paints, kannst du auch für die Lippen verwenden. Ich nehme es jetzt aber als Blush. Und ich habe die Farbe Bahama Mama, das ist dieser hier. Und der war in der Cult Beauty Bag mit drin und hat hier so einen Schwämmchen-Applikator. Ja, ich glaube, ich nehme da gleich mal Foundation Pinsel für, um das Ganze... Oh, guck dir das an. Mhm. ja, wir gucken mal. Na, lässt sich schon ausblenden. Okay, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass es nicht... Okay. Mhm. Sehr schön. Also super ultra dezent. Ne? Aber das waren jetzt auch nur zwei Pipskes. Hat die Foundation nicht abgetragen? Okay. Ist relativ trocken vom Produkt her. Also fast schon wie Liquid Lipstick würde ich das so bezeichnen. Und man hat erst so einen kleinen Schock, wenn man sich das aufträgt, ne? Wenn man denkt, Wunder, wie dunkel das ist. Aber wenn ich das so ausblende, wird es heller und schön. Hm, hätte ich nicht erwartet, ne? Also sehr, sehr, sehr dezent. Das hätte man im Leben nicht vermutet. Wenn du diese Tube siehst, dann denkst du dir, wow, das ist doch, also wie soll das denn funktionieren? Funktioniert gut. Wow. Ich bin begeistert und ich bin gespannt, ob dieses Produkt von MCO Beauty auch genauso gut ist. Cheek and Lip Tint Blendable Quick Drying, da muss ich aufpassen. Natural Flush of Color for Face and Lips. Flamingo Pink ist die Farbbezeichnung. Und da weiß ich noch, als ich das ausgepackt habe, ist mir das halbe Produkt entgegengeflogen. Auch das war in der Glossy Box Girls mit drin und das ist so ein kleines Tübchen. Aber das steht unter Druck, ne? Und das pfft hier voll raus. Und das hat mir, glaube ich, sogar einen kleinen Stain auf die Finger gegeben. Hier haben wir auch das Produkt. Ich nehme das einfach direkt jetzt mal mit dem Pinsel hier so ab, weil da so, ja, da kommt schon die, ja, da kommt schon was raus. Oh mein Gott, ich will nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hilfe! Okay, ich habe es jetzt hier auf dem Pinsel und ich glaube, dass es ganz schön viel sein wird. Deswegen nehme ich hier auch ein bisschen was von ab. Das ist mir zu viel. Ich so erstmal aufs Handtuch, kann ich gleich ja vielleicht noch nehmen, wenn es mir zu wenig ist, was ich nicht glaube. Dann gebe ich mir das hier so mal hin. Arbeite mir das ein, aber das soll ja schnell Quick Drying sein, deswegen versuche ich schnell zu sein. Wahrscheinlich wäre da ein Stippling Brush gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, Flamingo Pink, hier geht die Party ab, Leute, das sage ich euch. Uhuhu. Angst gehabt, ne? Wirklich, wow. Vor dem Produkt hatte ich eigentlich am meisten Angst, als ich eben die Sachen hier auf den Tisch gestellt habe. Das ist ein schöner Blush, der ist ein bisschen so frühlingsmäßig und der ist ein bisschen herbstmäßig. Den sieht man auf jeden Fall mehr, aber der ist, ne? Dafür, dass ich so Schiss davor hatte, bin ich gerade echt glücklich. Auch der hat die Foundation nicht wirklich abgetragen. Ein ganz kleines bisschen, muss ich gestehen, hat er das hier so ein bisschen abgetragen. Ich wollte gerade sagen, bislang hat der Concealer keinen Bock gehabt zu creasen. Aber so ganz minimal setzt er sich in die Fältchen. Aber das ist normal. Ich bin 32 Jahre alt und meine Augen dementsprechend ja auch. Und dann setzt sich das immer ein bisschen ab. Das heißt, bevor ich jetzt abpuder, gehe ich noch einmal mit dem Schwämmchen so drüber, dass ich jetzt nicht meinen reingerutschten Concealer hätte, sondern halt versuche jetzt dann so wenig wie möglich das Ganze noch zu bewegen, sodass da nichts mehr reinkriechen kann. Denn ich habe hier ein Puder von Affect. Ich glaube, das war 2020 im Goodiebox Adventskalender. Den habe ich ja letztens erst ausgepackt. Das ist das Skin Luminizer Pearl Powder in der Farbe C0003. Keine Ahnung. Möchte ich jetzt auf jeden Fall mal zum Setten verwenden. Und ja,
Dafür verwende ich hier auch den Pinsel, den ich von dem lieben Danny im Tauschpaket hatte, von Love. Ich liebe diesen Face-Pinsel. Ich hatte ihn mir tatsächlich auch selber letztens gekauft und den verwende ich echt häufig. Ich mag den. Okay, das Puder hat eine Färbung und ich habe mir gerade ein bisschen viel hier aufgegeben. Huch, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das vielleicht zu dunkel für mich sein könnte. Deswegen fange ich erstmal vorsichtig hier an, tupfe mir das auf und gehe dann vorsichtig unter meine Augen, um das nicht zu dunkel zu machen. Aber, nee, das funktioniert. Das funktioniert. Oha, das hat wirklich einen Schein mit drin, aber einen Pearly-Schein. Das geht noch klar. Okay, das Puder ist jetzt interessant gerade in der Anwendung, denn einerseits mattiert es und macht die Haut dann auch wirklich ein bisschen trockener, also von der Optik her, und gleichzeitig hat das so einen ganz leichten Schein mit dabei, was die Haut dann zum Strahlen bringt. Also das finde ich interessant. Das ist wie so ein, als würde ich ein mattierendes Puder verwenden und darüber einen Hauch von dem Love Aura Glow Powder geben. Das ist wirklich ein super interessantes Produkt, was ich noch ein bisschen ausgiebiger testen muss. Ich merke auf jeden Fall, dass es sich hier am Hals bei meinen trockenen Stellen etwas absetzt. Das auf jeden Fall. Ansonsten im Gesicht macht das so eine schöne Porzellanhaut irgendwie. Ja, das müssen wir beobachten, ne? Also wie gesagt, das Einzige, was mich stört, ist die Tönung. Ansonsten finde ich das schön. Als Bronzer habe ich drei verschiedene zur Wahl und da müssen wir mal gucken, welchen wir heute verwenden werden. Zuallererst habe ich den Kinder Beauty Kind Bronze Bronzer, der so ein bisschen an den Butter Bronzer von Physicians Formula erinnert, in der Farbe Blissful Bronze. Der war, glaube ich, auch in der Glossy Box Girls drin. Als nächstes hatten wir in der Goodie Box den Infinite Summer Bronzer in der Farbe Summer Glow von Sandstone. Der ist viel, viel dunkler und sieht fast schon zu dunkel, zu rötlich aus. Der, ganz vorsichtig, den würde ich mit einem Stippling Brush wahrscheinlich sogar auftragen. Und in der Limited Edition von Glossy Box mit Grazia hatte ich diesen, steht drauf Blush, ist aber ein Bronzer von Barbour drin, der Tricolor Blush in der Farbe 01 Bronze. Okay, da ist auch noch ein Pinsel mit drin, den werde ich aber wohl nicht verwenden. Und der ist eher zurückhaltender. Ich habe nur zwei Gesichtshälften, deswegen kann ich nur zwei Bronzer verwenden. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Okay, also wir haben jetzt hier den Kind Bronzer, den sie ausgewählt hat. Und dann haben wir noch die anderen beiden. Alexa, nenne eine Zahl von 2 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 2 und 3. Es ist 2. Okay, sie hat hier den Kinder Beauty Bronzer ausgewählt und den Sandstone Bronzer. Und dann schauen wir mal. So, der Kinder Bronzer ist auch ein bisschen dunkler, schaut so aus. Und der hat auch so ein seidiges Finish, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja, auch ein bisschen nicht ganz matt, ne? Der ist nicht matt, nö. Und den trage ich jetzt auch mit dem Pinsel von Danny auf. Ja, der sieht schön aus. Voll mein Farbton. Das mag ich gerne. Passt jetzt auch zu Base und so. Das mag ich gern leiden. Hat schön das Gesicht aufgewärmt, ist relativ subtil, passt zu meinem Hautton, ne? Also der fällt jetzt nicht so direkt auf, wenn man mir ins Gesicht guckt. Aber er hat einen Effekt. Also man sieht es hier in Relation zu hier definitiv. Cool. Und jetzt schauen wir mal, ob das Sandstone Bronzer auch so abgeht wie ein Zäpfchen. Puh, ich habe ja gesagt mit dem Stippling Brush, aber ich versuche es erstmal noch mit dem hier. Den mache ich übrigens immer wieder hier im Handtuch neben mir sauber, ne? Dann hat man da das Pigment grob abgenommen. Bin jetzt einmal vorsichtig. Oh komm. Bin jetzt einmal derbe reingedippt und klopfe das Ganze ab. Und versuche mir das hier aufzutragen. Ja, aber das geht auch klar. Definitiv. Ach, den habe ich jetzt gar nicht geswatcht, ne? Menschenskinder, was mache ich denn hier? Der ist ein bisschen trockener, aber wie man sieht, halt auch ein bisschen wärmer unterwegs. Ach guck, und im Swatch ist der auch so, nicht ganz matt. Und da sieht er auch ein bisschen gelbstichiger aus oder orangestichiger. Ja. Und heller als ich dachte. Okay. Hätte ich wirklich nicht erwartet, dass es so vom Ergebnis aussieht, ne? Mag ich. Welchen finde ich schöner? Den. Von Kinder Beauty. Aber beide sind schön, beide werden behalten. Krass. Jetzt habe ich hier einen Blush, den ich gerne verwenden möchte und das ist der von Kia T. London Glow 2 Illuminating Blush. Schaut so aus. Und der war in der Look Fantastic Beauty Box mit drin.
Ich glaube, das ist eine kleine Größe von der Originalgröße, ne? Weil das Packaging ist recht leicht. Matchmaker ist da die Farbbezeichnung. Und ja, als ich den gesehen habe, ich fand den schon richtig schön. Theoretisch brauchst du da keinen Highlighter noch on top. Aber ja, wir werden es jetzt einfach mal sowohl als auch, ne? Also wir werden auch Highlighter nachher noch hinzufügen. Der ist auch sehr schimmernd, aber interessant. Schöner Farbton. So, auch hier wieder der gleiche Pinsel. Ich bin manchmal doch ein bisschen pinselfaul, ne? Muss ich wirklich gestehen. Aber, ne? Ja, geht. Dann gehe ich hier einmal so rein. Du hast natürlich hier nur eine kleine Fläche, aber das ist nicht schlimm. Geht trotzdem klar. Und dann trage ich mir den hier einfach mal so auf. Ach, schön, ja. Mag ich. Der hat ein schönes Pigment. Hat so einen Champagner-Schimmer mit drin, was aber nicht zu intensiv ist. Macht das Ganze sehr glowy, powy, gesundi. Mag ich. Gerne. Oh ja, man kann ihn sich auch ein bisschen intensiver auftragen, ne? Krass. Das sieht richtig aus, als hätte ich mega viel Wasser getrunken und ganz gesunde Bäckchen jetzt quasi, ne? Ich könnte jetzt so direkt in die Rotbäckchen-Werbung einsteigen damit. Nein, das mag ich wirklich gerne. Doch, schön. Aus der Nähe betrachtet haben wir aber sehr, sehr groben Glitzer. Ja, das ist dann aber nicht unbedingt was für den Alltag, ne? Das heißt, wenn ich jetzt in die Sonne gehen würde, dann würde ich glitzern wie eine Disco-Kugel. Das ist natürlich ein bisschen schade. Aber so aus der normalen Distanz, wenn ich mich jetzt auch so im Spiegel betrachte, sieht das schön aus. Jetzt verwende ich den Phase Zero Highlighter in der Farbe Desert Mirage. Das ist dieser hier. Und auch den hatten wir letztes Jahr in unserem Goodiebox Adventskalender drin gehabt. Möchte sich gerade nicht öffnen lassen. Der ist ein bisschen dunkler, ne? Da muss ich mal schauen, ob die Farbe überhaupt passt. Fühlt sich mega geil an. Also, das ist wirklich eine grenzwertige Farbe für mich. Aber der sieht richtig schön aus. Richtig, richtig schön. Guck mal. Metall. So. Habe ich irgendwo einen Highlighter-Pinsel? Auch von Danny habe ich dieses geile Pinselset von BH Cosmetics bekommen, das Amalfi-Pinselset. Und da ist ein Pinsel drin, das ist ein großer Blendepinsel, den werde ich gleich wahrscheinlich auch nochmal für den Augenlook verwenden. Aber den kann ich auch als Highlighter-Pinsel zweckentfremden. Dann gehe ich einmal kurz durch, ich habe gut was auf dem Pinsel, klopfe das so ein bisschen ab. Dann trage ich mir den jetzt einfach mal so auf. Oh, ist der schön. Oh, ist der schön. Wow, ist der intensiv. Oh mein Gott. Ein Spiegel. Ja, okay, er ist grenzwertig, aber er passt, finde ich, schon gerade so noch bei mir. Ich gehe jetzt aber trotzdem noch mal ein bisschen mit dem Schwämmchen drüber, um das ein bisschen sanfter zu gestalten und besser zu verbinden, ne? Damit das nicht so balkenähnlich aussieht. Aber ich finde den schön. Der sieht schön aus. Cool. Heute ist echt so ein guter Tag für mich, ne? Ich habe irgendwie bislang sehr viele Produkte gehabt, die mir echt gut gefallen haben. Und jetzt habe ich hier zwei Augenbrauenprodukte, die ich verwenden werde. Das ist hier zum einen von Revolution, der Eyebrow Pencil. Und den habe ich in irgendeiner Farbe. Es steht, glaube ich, nicht drauf, welche Farbe das ist. Der wird jetzt aber auf jeden Fall verwendet. Ist einer zum Anspitzen. Und der kommt jetzt auf meine Augenbrauen. Farblich ist der ein bisschen dunkel. Aber ich glaube, wenn ich den gleich ein bisschen ausblende, könnte das funktionieren, weil der halt auch so ein bisschen aschig ist, ne? Ja, es entspricht meiner Augenbrauenfarbe, aber leider nicht meiner Haarfarbe. Aber meine Augenbrauen und meine Haare haben ja auch irgendwie nicht die gleiche Farbe, ne? Obwohl alles Natur ist. Das ist meine Blockaugenbraue. Ja, ausbürsten. Huch, die Farbe blendet sich echt quasi weg, aber sie hinterlässt schon noch so ein bisschen was auf der Haut, ne? Oder in der Augenbraue drin. Jetzt muss ich noch ein bisschen nachbessern. Gefällt mir tatsächlich ausgeblendet richtig gut. Und jetzt kommt die andere Seite dran. Etwas krümelig, aber es hat gut funktioniert, ne? Also da habe ich jetzt auf jeden Fall Augenbrauen und die müssen fixiert werden. Da habe ich jetzt so ein kleines Mini-Produkt von H&M, ein Eyebrow Gel. Und da haben wir ein kleines Spoolie dran und ja, dann gucken wir mal, wie gut das meine Augenbrauen jetzt fixieren kann. Denn durch das Augenbrauen-Serum, das Grande Brow, was ich verwende, kriegst du bei Purish mit 15% Rabatt. Claudis Welt 15 ist ein Affiliate-Rabattcode, da verdiene ich eine kleine Provision dran, aber ihr könnt auch gleichzeitig sparen, ne? Auf jeden Fall, dadurch sind die relativ lang geworden und haben mir dadurch dann auch die Fülle gegeben. Es kommt relativ viel Gel daraus, sodass es dann auch so ein bisschen diese Augenbrauenfarbe abgetragen hat. Und dadurch, dass ich die ja immer hochkäme und dann wieder hinlege, habe ich hier jetzt natürlich mir die Foundation damit abgetragen. Das ist ein bisschen blöd.
wäre jetzt nicht mein Favorite Augenbrauengel, wenn ich das mal so sagen darf, weil einfach zu viel Produkt rauskommt und ja, ne, nicht so ganz meine Welt. Da mag ich den 24 Hours Brow Setter halt so super gerne, aber das ist natürlich auch ein Produkt, was ein bisschen teurer ist, ne? Jetzt kommen wir zu den Lidschattenpaletten. Zwei Stück hatte ich in Boxen drin. Das ist einmal von Steve Laurent die Birthday Edition Lidschattenpalette. Das ist diese hier. Da habe ich auch schon ein bisschen mit rumgespielt. Also man kann die gut für sehr dezente Looks verwenden und auch für Alltagslooks. In welcher warst du denn drin? Ja, natürlich in der Glossy Box, ne? Weil das halt die Birthday Edition der Glossy Box war. Wir haben hier wirklich so rosa, rote, bräunliche, ganz leichte Tönchen. Die sind zart pigmentiert, fast schon schwach pigmentiert. Du hast aber einen großen Spiegel mit dabei, was ich gut finde. Und es ist eine gute Alltagspalette, da kann man nichts gegen sagen. Aber ich hatte in der Cult Beauty Eye Box eine Palette drin, die ich jetzt einfach super gerne verwenden möchte. Und zwar die Natasha Denona Mini Sendo Palette. Das ist die hier. Und damit möchte ich jetzt einfach gerne einen schönen Look auf meine Augen zaubern. Ich starte mit dem Ton Bare. Das ist so ein leichter Aprikoton. Und den setze ich mir einfach auf mein komplettes bewegliches und auch das unbewegliche Lid, um die Base auch so ein bisschen zu setten. Ich verwende natürlich auch das Amalfi Pinsel Set von BH Cosmetics, was ich von Danny geschenkt bekommen habe. Ich nehme jetzt einen etwas fester gebundeneren Blendepinsel, gehe wieder in die Farbe rein und dann baue ich mir den einfach ein bisschen intensiver hier so in der Lidfalte auf. Das geht auf jeden Fall klar, ne? Dann nehme ich mir den zweiten matten Ton und ja, das ist der etwas dunklere, der nennt sich Uncovered. Dann nehme ich auch wieder den gleichen Pinsel und setze mir den hier außen hin und ziehe mir den auch ein ganz kleines bisschen mit in die Lidfalte, um das Ganze noch etwas dimensionaler zu schaffen und zu vertiefen. Mit so einem Mini-Smudger-Pinsel gehe ich jetzt hier in den Ton Stripped rein, das ist dieses schimmernde Silber. Und den setze ich mir hier in mein inneres Drittel. Oh! Der kommt so ein bisschen wie eine Cut Crease, ziehe ich mir den auch schon. Ich glaube, um ihn in den Innenwinkel zu setzen, ist er aber zu grau. Weiß ich aber nicht. Komm, wir wagen es mal. Ich setze ihn auch noch in den Innenwinkel rein. Sieht besser aus als erwartet, muss ich sagen. Doch, und dann kann ich hier auch noch mit den Resten davon am Augenbrauenbogen highlighten. Flitty, flitty. Dann nehme ich auch wieder diesen Pinsel und gehe hier in diesen schimmernden, passt schon Duochrome rein. Das ist die Farbe Death. Die hat auch irgendwie noch so Goldschimmer im Hintergrund. Und den setze ich mir hier oben quasi nach außen hin auf. Also nicht ganz nach außen. Wie sagt man das denn? Wo bin ich denn hier eigentlich auf meinem Auge? Ich habe keine Ahnung. Äußeres Drittel irgendwie so. Aber nicht bis nach Außenwinkel gedünsten. Ich bin so froh, dass ich so selten Wegbeschreibungen machen muss, ey. Ich finde, das sieht irgendwie gut aus, aber irgendwie auch echt eintönig, ne? Dann gucken wir mal, ob der untere Wimpernkranz das Ganze jetzt noch so ein bisschen zum krasser werden lassen werden kann. Mal gucken. In der Eyebox war nämlich auch dieser Vive Eye Wand in der Farbe Camel drin. Das ist so ein, ja, Stift einfach, ne? Ein Creme-Eyeshadow halt. Und den gebe ich mir mal an meinen unteren Wimpernkranz. Heller als ich dachte. Und vor allem wärmer als ich dachte. Naja, gut. Ja, ich habe den Mini-Smudger hier mal ein bisschen sauber gemacht. Ich werde den jetzt einfach mal so ein bisschen hier unten verblenden, dass es recht harmonisch aussieht. Aber eigentlich dient er mir gleich nur als Base. Denn jetzt kommt der Ton Undercovered. Das ist dieser ganz dunkle Schimmerton. Den nehme ich auch mit diesem Smudger wieder auf und setze mir den hier außen ganz nah an den unteren Wimpernkranz auf den Ton drüber. Was ist das für eine Erklärung gewesen? Keine Ahnung, aber er hält auf jeden Fall ganz gut dort und sieht schön aus. Und nach innen gehe ich wieder in den Ton, den ich hier oben außen habe. Und setze den dann auch nochmal hier so drüber. Das mag ich. Ein bisschen Glitzer Fallout habe ich wohl. Aber das ist der Augenlook und ich finde den schön. Ja, also ich hätte jetzt den Stift nicht unbedingt als Base nehmen müssen. Aber so hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe jetzt alle Farben verwendet. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich nicht bereit wäre, für die Palette irgendwie 25 Tacken oder so auszugeben. Ne?
Dafür ist sie mir persönlich einfach zu langweilig. Aber ne, man kann da schön mitarbeiten. Es gibt auf jeden Fall ein schönes Ergebnis. Ich habe hier einen Eyeliner von Douglas, den Cat Eyes High Precision and Long Lasting Eyeliner. Das ist so ein Filz-Eyeliner. Und der ist sehr lang und schmal vorne. Der trocknet ziemlich schnell aus, wenn ich das mal so sagen darf. War jetzt ein bisschen müßig, damit was zu ziehen. Ist auch nicht ganz tief schwarz. Also ich mag den nicht so gerne. In meiner Probier mich unbedingt aus Box lag auch dieses Setting Spray von Ilamasqua, Hydra Setting Spray mit 30 ml. Und das gebe ich mir jetzt erstmal drüber. Okay, ja, kein sanfter Sprühstoß. Nein, gar nicht sanft. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das springt einen ja richtig an. Ja, aber so ist jetzt erstmal mein Gesicht soweit gesettet. Und dann kommen wir jetzt mal zu den Mascaren. Mascaren hatte ich drei verschiedene in den Beautyboxen drin. Einmal in der Glossy Box Meets Grazia Limited Edition die Douglas No Compromise Mascara. Das ist diese hier. Dann in dieser Cult Beauty Eye Box, die ja bislang ganz gut funktioniert hat hier, die Iconic London Mascara. Und als letztes in der Cult Beauty Bag die Sweet Pro Lash Lift Mascara. Das ist diese hier. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Die Zufallszahl ist die 2. Okay, krass. Die Iconic Mascara. Alexa, nenne eine Zahl von 1 bis 3. Hier ist eine Zahl zwischen 1 und 3. Es ist 1. Okay, also Iconic Mascara und No Compromise Mascara. Beide Mascaren sind sehr, sehr schmal, wobei die Iconic Mascara eine Gummibürste hat und die Douglas Mascara ein Kunsthaarbürstchen oder Kunstfaserbürstchen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Die beiden Mascaren sind mal richtig, richtig unterschiedlich, wenn ich das mal so sagen darf, ne? Die Iconic Mascara ist mir fast schon zu viel. Die hat die Wimpern schon sehr, sehr verklumpt, ne? Also da hätten mir zwei Schichten gelangt. Aber die Douglas Mascara ist einfach viel zu wenig. Das ist echt traurig. Das heißt, hier werde ich mir noch eine Schicht von der Iconic drüber geben, damit das Ganze irgendwie auch einheitlich wird, ne? Aber also das ist mir echt da, also Iconic definitiv nur zwei Schichten mehr brauche ich da auch nicht. Das Wimpernserum von Grande Lash, ne? Unten in der Infobox verlinkt, Purish, auch wieder Rabattcode Claudiswelt 15 für 15% Rabatt, Affiliate-Rabattcode Rampampam, bewirkt halt viel, ne? Kann man nicht abstreiten. Das ist echt krass. Und trotzdem können Mascaren so unterschiedlich aussehen. Das ist Hammer. In Kombi sieht das so aus. Ist mir aber auch zu viel, ne? Weil das doch sehr, sehr klumpig ist mit der Iconic Mascara. Ich komme da an meine Augenbrauen dran. Das ist Hardcore. Muss ich wirklich sagen, das ist wirklich Hardcore. Wow. Krass. Aber zu krass. Kommen wir zu den Lippen. Da hatte ich in der Cult Beauty Bag zwei Produkte drin. Einmal von NARS, dieser Lippenstift, in der Farbe Good Times, Velvet Matte Lip Pencil. Den finde ich wirklich schön, aber ich habe mir für heute ein bisschen was anderes überlegt. Der wird auch wirklich zum Look heute passen. Ne? Das wird gut aussehen. Dann habe ich auch noch drin gehabt von 1999 Precision Color Pencil in der Farbe Neutra. Das ist auch eine schöne Rosenholzfarbe. Mag ich gerne leiden. Aber ich möchte heute eine etwas andere Kombo verwenden und also ja, womit ich mich einfach ein bisschen wohler heute fühlen möchte. Und zwar habe ich einmal hier von Delilah einen Lip Liner in der Farbe Buff 3004. Der hat sich hier einfach so reingemogelt, ne? Der ist so, der gleitet richtig über die Lippen, mag ich richtig gerne leiden. Deswegen habe ich mir hier oben auch gerade echt voll die dicke Lippe gemalt, egal. Und als Lippenstift verwende ich aus der Glossy Box Meets Grazia Limited Edition in der Farbe 924 Reverence den Powder Kiss Lipstick von MAC. Das ist dieser hier und der hat auch eine wundervolle Farbe. Und der schmeckt auch irgendwie leicht süßlich, passt aber meiner Meinung nach gerade sehr, sehr gut zu dem Look, dass man da einfach mal so etwas Zurückhaltendes auf die Lippen gibt. Vielleicht ist der ein bisschen zu rosa für den Look, aber mir gefällt es gerade voll.
Diesen Monat hatten wir gleich zwei Parfums in den Beautyboxen mit drin. Einmal in der regulären Glossybox, das Betty Barclay Pure Style Eau de Toilette. Das ist dieses hier. Das werde ich aber weiter wandern lassen, denn ich glaube, ich habe es auch da beim Unboxing nicht ausprobiert. Ich glaube, das packe ich nach vorne in den Adventskalender mit rein. Und das schaut so aus. Ist halt dieses klassische Design von Betty Barclay. Finde ich sehr, sehr schön. Aber ich habe aktuell so viele Parfums da, weil jetzt so kühleren Jahreszeit, ne, hauen die halt richtig einen raus. Und in der Glossy Box Meets Grazia Limited Edition hatten wir das Guess Seductive Noir Parfüm drin. Das ist so ein richtig schöner Abendduft, der jetzt nicht so unbedingt zum Look passt, ne, aber es ist gerade Abend, wir haben es 18.29 Uhr und ja, dann trage ich mir den einfach mal so auf. Man darf das nicht machen, ne, ich mache das immer wieder. Das ist so ein etwas schwererer Duft, aber ich mag den sehr, sehr gerne. Ist auch eine schöne Flasche, ne? Sieht sehr edel aus. Und ich bin fertig. Ich habe jetzt meinen kompletten Full-Face-Beauty-Boxen-Look drauf für für August. Und irgendwie mag ich das gerade. Meine Haut sieht gesund aus, es sieht alles ebenmäßig aus, ich sehe nicht überschminkt aus und ja, das ist ein schöner Look geworden. Also da hatte ich schon deutlich andere Ergebnisse. Bin sehr, sehr glücklich damit. Ich glaube, besonders gut gefallen hat mir tatsächlich das Puder auch, ne? Weil es auch so ein schönes Hautbild noch gemacht hat. Wie gesagt, mit der Tönung muss ich mich noch ein bisschen rantasten, aber an und für sich, ne? Passt zusammen alles. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.